Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 116 von Aboreon. Ja, wir haben letztes Mal hier unsere Station ein bisschen bearbeitet. Wir haben hier einen Dock. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir da irgendwie ein paar Fighter reinkriegen. Ja, dafür müssen wir gucken, ob die transferierbar sind von unserem Schiff oder so. Da weiß ich jetzt noch gar nicht. Der Thomas Stähler hat da auch geschrieben. Und wie wir hier unten schon sehen, ist hier diese Maus. Und da kann man sagen, Spieler gesteuert, Defensivjäger-Torpedos, automatisch steuern. Und aktuelles Ziel angreifen und ja, dann automatisch steuern, ne? Also, wenn da einer kommt und den angreift, dann greift der zurück an. Das haben wir jetzt eingestellt, das ist schon mal gut so. Ja, dann würde ich sagen, ich zeige es euch gleich nochmal in großen Namen Intro. Vielleicht habt ihr das nicht gut erkannt, aber bis gleich. So, hier jetzt nochmal. Hier die Kanone, vorher war es die Maus. So sieht es aus, wenn man es erstmal hat. Und man kann es dann umstellen auf automatische Steuerung. Das heißt, jetzt wird automatisch irgendwie der Gegner angegriffen. Okay, dann gucken wir mal rein hier in unser Schiff. Linkes Feld, das hat hier der Thomas mir auch noch geschrieben. Hier sieht man ganz klar, welche Waffen hier wie benutzbar sind. Und wir haben das jetzt hier drinne. Und ich bin jetzt gerade nicht sicher. Eigentlich sind hier zwei Slots, in dem hier sieht man das jetzt nicht. Ich glaube, wir gehen mal in den Traveler rein. Ah, jetzt sind wir in der Drohne gesprungen. Der Traveler ist da hinten. Ist aber, glaube ich, jetzt ausgewählt, oder? Ne, ist nicht ausgewählt. Jetzt sind wir im Traveler drin, da kann man das besser sehen. Hier unten die Slots sind für nicht. Ne? Defensive heißt es hier, unbewaffnete und beliebt. Geschütze. Also hier gibt es verschiedene Sots. Ich wusste gar nicht, dass es defensive Geschütze auch nur gibt, dass man die da extra einträgt. Okay. Das ist auch neu, glaube ich, mit der 2.0 dann gekommen. Damals war nur also unbewaffnete, ne, wie hieß das hier? Unbewaffnete, doch, unbewaffnete Geschütze, ne? Und Dingens, das war dann hier Miner und sowas drin. Okay, das haben wir jetzt hier auf jeden Fall anders. Kampfkraft haben wir heute letzte Folge schon gesehen. Die war ganz gut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier neue Staffel. Hier sind gar keine Leute drin. Sind die gar nicht hierbei? Okay, das wäre jetzt natürlich interessant. Die Station gehen wir da jetzt mal gerade nochmal wechseln. Nee, T muss ich jetzt haben. Und jetzt nochmal da rein. Und hier, neue Staffel können wir gründen. Die haben wir ja jetzt. Aber wir haben keine Schiffe. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Traveler die mit hat, aber im Traveler sind gar keine Schiffe drin. Ist er das? Nee, ist er nicht. Das ist ein Asteroid. Wo ist denn jetzt der Traveler? Da hinten ist er. So. Ja, das bedeutet, wir müssen gucken, dass wir an Ausrüstungsdock, glaube ich, kommen, oder? Weil anders kriegen wir ja keine Traveler hier hin, oder? Okay, das wissen wir dann erstmal. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was der Thomas Stähler noch geschrieben hat. Okay, hier mit dem Dingens. Ich hatte letztens eine Energiewaffe da drauf gesetzt. Die hat natürlich so viel Energie benutzt, dass ich es nicht geschafft habe, die Station aufrechtzuerhalten dadurch. Ne? Das war mein Fehler. Und naja, das ist halt passiert. Halb so wild. So, jetzt haben wir das definitiv geklärt hier. Das war noch das, was er geschrieben hatte. Das mit der Maus und den Waffen hat er mir noch geschrieben. Und. Ja, schauen wir mal. Ich weiß jetzt nicht mehr noch, was noch war, aber ich glaube, das war auch schon ziemlich alles. Okay, das bedeutet, wir müssten jetzt erstmal schauen, dass wir an einen Ausrüstungsdock kommen und Fighter kaufen können, oder? Hier ist ja nur unsere Ölplattform. Hier sind Asteroiden. Okay, das ist da. Dann springen wir doch mal dahin und gucken, dass wir am Ausrüstungsdock. Ach so, wir müssen ja jetzt neuerdings unser Schiff dahin bewegen, dass das klappt, ne? Und dann muss man noch schnell bewegen, damit das auch klappt. Und dann springen wir da mal gerade rüber. Okay, da oben gibt es eine Nachricht. Ist die gerade erst reingekommen? Ich glaube ja, ne, oder? Gucken wir nach, was da in der Nachricht drin steht. Rekonstruktservice am Reparaturdock. Ist das die Nachricht?
Hallo, du machst dich also auf die Reise. Du weißt vermutlich bereits, dass du deine Heimatsektor zurückgesetzt wirst, wenn dein Schiff zerstört wird. Aber wusstest du, dass du auswählen kannst, in welchem Sektor du gesetzt werden wirst? Okay. Ja, das wusste ich. Und ja, würde Sinn machen, das mal hier zu machen, ne? Ressourcendepot. Weiter. Gemüsefarm. Ah, da ist ein Schiffswerft. Ich glaube, da ist den Heimatsektor. Kann man den direkt? Reparaturdock. Crew erneuern. Güter handeln. Schwarzes Brett. Schiff bauen. Ja, da müssen wir mal schauen. Aber wir wollen erstmal zum Ausrüstungsdock. Das ist da. Das sollten wir erstmal besuchen, ne? Möchte der irgendwann gedockt, dann reicht es mit der Entfernung, ne? So, jetzt sind wir gedockt. Ausrüstung handeln. Und hier gibt es Torpedos. Ich habe mich vertan mit Torpedos. Ah, ne, da gibt es auch Raumjäger. Ja, dann sollten wir die mal da einbauen. Und ich weiß jetzt noch nicht. Die haben wir erstmal alle aufgekauft. Point Defense Jäger. Mehr Schaden gegen Raumjäger und Torpedos. Ich weiß gar nicht, ob da Torpedos abgefeuert worden sind, aber wir kaufen die auf jeden Fall für uns. Nehmen wir alle mit. Und jetzt ist noch zu überlegen, ob wir noch Pulskanonen hier vielleicht für. Okay, da ist ein Achievement gekommen, oder was ist das? Meilenstein, genau. Dann nehmen wir die drei auch noch mit. Ja, wenn wir schon hier sind, gucken wir hier natürlich auch gerade rein. Reichweite 3,1. Distanzlaser. Das braucht zum Beispiel die Energie und das wäre dann unser Problem auf dem, sag schon, auf der Ölplattform gewesen. Allerdings ist die Reichweite natürlich relativ gut und das sollten wir da vielleicht auch haben, dass die Reichweite einmal passt, ne? 42 Drehaufladung. Ich glaube, wir nehmen für die Dingens noch dieses Präzisionsplasmageschütz mit. Wegen der hohen Reichweite. Und vielleicht bauen wir das dann doch nochmal mit dem hier um. Und ich nehme den auch noch mit. Die beiden baue ich noch auf das, auf die Plattform. Okay, das haben wir dann. Hier sind wir erstmal durch. Jetzt drücke ich, möchte gerne mal F9 drücken, aber es ist jetzt neuerdings N. Militärstation, Reparaturdock. Reparaturdock war das. Hier, Rekonstruktions. Schiff reparieren. Da müssen wir aber wahrscheinlich da sein. Rekonstruktions. Ah, hier ist es. So, dann haben wir das, was der geschrieben hat, auch freigeschaltet. Sogar hier einen Meilenstein für. So, dann kommen wir mal hier hin. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt an der Basis sozusagen. Oder in der Nähe der Basis. Okay, lass mal gerade noch mal reingucken. War da noch was? Das war der dritte Punkt, Abschleppdienst. Ah, dann könnte ich mich da hinschleppen lassen, wenn ich nicht mehr manövrierfähig wäre. So, das haben wir dann. Schiffswerft. Ne, ich glaube, das brauchen wir nicht, oder?
Okay, was sagt er mit den Staffeln hier eigentlich? Kann man nicht das sehen? Oh, mir Kontrollsysteme fehlen da. Okay. Das heißt. Oh, ja, das hat gut geklappt. Das wollte ich nicht. Ich wollte auswählen, ne? Da müssen wir nochmal reingucken. Das haben wir nämlich auch gar nicht gemacht. F. Ausrüstung, Handeln. Und hier haben wir gar nicht geguckt, ne? Frachtraumerweiterung. Wir haben ja in der Plattform, Ölplattform, haben wir ja genug Platz noch, ne? Ich kaufe das mal für die Plattform. Geschützkontrollsystem. Autogeschützkontroll, Volt, T-Generator, Verstärker, Hyperraum, Booster. Beschützer, Schildwiederaufladerate. Weil, kenne ich gar nicht, was das ist. Okay, das wäre Schild dann. Und da gibt es nichts. Oh, der flog aber dicht an uns vorbei gerade. Geschützkontrollsystem. Ich glaube, das haben wir schon da eingebaut bei der Station. Erzeugte Energie plus 30, Aufladerate 19. Ja, ich glaube, das ist es erstmal gewesen hier. Hier hatten wir durchgeguckt, ne? Doppelmining-Geschützturm. Abwracker. Ne, hier ist jetzt, glaube, obwohl, das ist, könnte sein, dass hier gerade umgeblättert ist. Die Zeit ist da wieder neu am Laufen, ne? Weil hier oben hatten wir ja rausgekauft, meine ich. Aber es sieht so aus, als ob jetzt nicht, dass das da ist, was mich interessieren könnte. So eine Station mit Torpedos ausstatten ist, glaube ich, jetzt auch nicht so der Bringer. Gut, ich sag mal, das soll erstmal reichen. Jetzt schauen wir, dass wir wieder zur Station springen. Koordinaten eingeben, genau. Ausrichten nach da unten irgendwo. Wo ist es? Da ist es. Dann mal dahin drehen. Schauen, dass der Weg dahin frei ist. Und dann springen wir. Und dann gucken wir uns das da nochmal an bei der Station. Torpedoschweife haben die gleiche Farbe wie der Sprengkopf. Interessant. Ja, dafür brauchen wir ein paar Raumjäger, die uns da weiterhelfen, die abzufangen, oder wie ist das? Habe ich jetzt dafür welche eigentlich für mein Schiff gekauft? Ich glaube nicht, ne? Naja. Werden wir gleich schon sehen. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal die Station fertig. Oder gucken, dass wir die erstmal mit den Jägern bestückt kriegen. Das ist wichtig. Na. Laden tut er mittlerweile ziemlich lange, ne? Oh, da ist schon wieder eine Party los. Piraten greifen den Sektor an. Sehe ich nicht, ob unsere Station schon feuert. Und wahrscheinlich kann sie vielleicht auch nicht feuern, weil die außer Reichweite sind, ne? Der ist zu weit weg. Und schon kaputt? Nee. Wieso treffe ich den nicht? Okay, noch ein Schuss, dann ist er kaputt. Und genau so ist es. Der ist auch erledigt. Aber die Station feuert nicht, ne? Kann das sein? Wo sind denn die Waffen? Interagieren. F. Befehle.
diese Position bewachen, ist es, ne? Oder alle Feinde angreifen. Ich sehe jetzt nicht, dass er schießt. Oder schießt er? Vielleicht kann er nicht schießen, weil er den Top-Winkel ausgesucht haben, ne? So, das war's. Da kommt wieder einer angeflogen, der aber nichts für mich getan hat. Er holt nur ab, ne? Okay, ich sag mal, die Station geht auch kaum kaputt. Die Piraten, die hier kommen, sind jetzt nicht so wild, ne? Aber ich denke schon, dass wir hier schauen müssen, dass wir die Station hier irgendwie bewachen, ne? Ja. Was können wir denn hier mit Crew, Fracht und Jäger transferieren? Das müssen wir als erstes machen. So, wer sollte hier hin? Laserjäger. Point Defense Jäger. Pulskanonenjäger. Ich glaube, die waren auf jeden Fall dabei. Die alle gleich? Ja. Ach so, dann kann ich eine ganze Staffel rübersetzen. Okay. Reichweite 3,5 haben sie alle. Das würde bedeuten, ich packe mal diese Staffel darüber. Das ist ja 50-50. Point Defense Laser und Pulskanonenjäger. Genau. Können wir noch was machen? Fracht übertragen brauchen wir jetzt nicht. Crew. Ich glaube, das sind freie Leute noch, ne? Und die anderen sind alle schon. Die Piloten sind ja hier, 16. Ach so, wir haben gar keine Piloten, ne? Wahrscheinlich geht das dann auch gar nicht. Aber ist nicht so schlimm, lassen wir erstmal so. Springen jetzt mal einmal gerade in die Station rein und gucken zu. Dass wir hier was machen. Was ist das? Nicht genug Raumjägerkontrollsysteme. Das ist erstmal unser größtes Problem dann. Okay, das bedeutet, wir sind da auch schon wieder nicht mehr in der Lage, das zu machen. Was kleidet denn hier so? Hm. Wir müssen auf jeden Fall gerade noch die Teile, sollten wir vielleicht noch einsammeln, ne? Ich weiß jetzt nicht, was da gerade noch so knallt. Auf jeden Fall ist da noch ein blaues Teil, was es umsonst gibt. Scanbooster, okay. Wahrscheinlich ist das Schiff, was da so direkt dran liegt. Und da dran knallt, oder? Ich habe irgendwo noch so ein Ding gesehen. Da oben. Da sind noch drei Teile. Okay. Torpedo haben wir auch eingefangen. Torpedos haben wir gekriegt. Das ist auch sehr schön. Aber ich habe noch so ein Teil eben gesehen, meine ich. Im Blau. Okay, die kann man wegstoßen. Das ist schon mal cool. Vielleicht sollten wir hier um unsere Station mal aufräumen.
Wenn es einer sieht, der schreit doch mal bitte gerade hier, damit ich das, ne? Ich sehe es nicht. Vielleicht ist auch hinter der Station, kann auch sein. Nee, vielleicht habe ich es auch schon eingesammelt, kann auch sein, weiß ich noch nicht. Vielleicht muss ich auch wieder in der Station sitzen, um es zu sehen. Ja. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Nehmen wir das hier gerade noch, ne? Was ist das? Kommandant, konnte ich nicht falsch abschließen. Das ist das, was wir jetzt brauchen haben. Okay. Bis dann.